von Tara Conklin, Die letzten Romantiker. Es ist eine Familiengeschichte und es geht los 1981 mit dem Tod des Vaters. Es gibt vier Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, die auf einmal ohne den Vater dastehen und dann tatsächlich auch ohne ihre Mutter. Denn ihre Mutter ist so traurig, dass sie sich für 3 Jahre lang im Schlafzimmer einschließt und die Kinder sich praktisch allein großziehen. Es ist ein Buch über Familie, über Zusammenhalt, über Trauer und Verlust, aber auch, wie man damit umgeht und sein Leben tatsächlich irgendwann weiterleben kann.